Meine Damen und Herren, wir sind beim Kapitel Vektorbasen und Vektorkomponenten. Etwas, was Sie ja schon lange kennen, kennen Sie auch aus dem Wintersemester. Aber letztes Mal haben wir uns damit in einer neuen Art auseinandergesetzt und das ist sehr grundlegend für das Weitere in dieser Tensorrechnung. Wir definieren uns nämlich die Basisvektoren und dann dementsprechend auch die zugehörigen Komponenten eines Vektors, aber jetzt einmal die Basisvektoren, im Zusammenhang mit dem jeweils gewählten Koordinatensystem, das wir in den betrachteten Raum einführen. Also wenn man beispielsweise in einem dreidimensionalen Raum kartesische Koordinaten einführt, dann kann man zu diesen Koordinaten Koordinatenlinien und Koordinatenflächen definieren. Bei den kartesischen Koordinaten sind das lauter Geraden, die jeweils immer parallel zueinander sind, in Richtung der x-Achse, in Richtung der y-Achse und in Richtung der z-Achse. Durch jeden Punkt im Raum gehen dann drei solche Koordinatenlinien durch. Und man kann sagen, die Basisvektoren, das sind dann E1, E2 und E3, sind tangential an diese Koordinatenlinien. Naja, das sind Gerade und ein Vektor, der tangential an eine Gerade ist, liegt in dieser Geraden. Und dementsprechend, egal an welchem Punkt im Raum man sich befindet, hat man dann dort jeweils ein Basisvektorsystem tangentiell an die x an die y und an die z oder x1, x2, x3 Koordinatenlinien. Gehe ich zu einem anderen Punkt, ist das dort genauso. Und das ändert sich grundlegend, wenn man jetzt andere, allgemeinere Koordinatensysteme wählt. Beispielsweise haben wir die Koordinatensysteme Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten als Beispiele letzte Woche besprochen. Und wiederum kann man dann für diese Koordinatensysteme die entsprechenden Koordinatenlinien und Koordinatenflächen betrachten. Das haben wir relativ ausführlich letztes Mal gemacht. Speziell die Kugelkoordinaten sind von besonders weitgehender Bedeutung in allen Bereichen der Physik. Deswegen sollte man vor allem bei denen sich dieses Gefühl für die Koordinaten, Linien und Flächen zu eigen machen. Bei den Kugelkoordinaten ist es so, dass die Koordinatenlinien sehr einfach bestimmt sind. Die R-Koordinatenlinien, denken Sie an einen Globus, zeigen senkrecht aus dem Globus heraus, von dem Mittelpunkt aus. Die Phi-Koordinaten, die Theta-Koordinatenlinien sind solche, wo sich also Theta ändert und alles andere konstant bleibt. Das sind Meridiankreise. Sie wissen alle, wie Meridiankreise ausschauen auf einem Globus. Und die Phi-Koordinatenlinien sind Breitenkreise, die also parallel liegen zu der Äquatorebene. Diese drei Koordinatenlinien sind entscheidend dafür, wie jetzt in dem Kugelkoordinatensystem Basisvektoren eingeführt werden. Die sind wieder Tangentenvektoren an die entsprechenden Koordinatenlinien. Und da haben wir das dann so gesehen, dass also der Tangentenvektor, der so radial nach außen, der an die R-Koordinatenlinie ist ein nach außen aus der Kugel heraus gerichteter Vektor. Der Tangentenvektor an die Meridiankreise, ja, das ist so ein, wenn man es geografisch sieht, so ein Nord-Süd gerichteter Vektor, aber zieht sich so tangentiell entlang des Meridians. Und die
Vektoren, die Phi-Basisvektoren, die G3-Pfeil sind dann die, die tangentiell an die Breitenkreise liegen. Das sind geografisch gesehen Ost-West gerichtete Vektoren. Also die R-Koordinaten, Basisvektoren, die zeigen senkrecht nach oben. Die Theta-Basisvektoren zeigen Nord-Süd. Und die Phi-Basisvektoren zeigen Ost-West oder West-Ost, je nachdem, wie das halt eingerichtet ist. Ich glaube, dass man sich das recht einfach vorstellen kann. Denn jeder hat einmal gehört, was ein Meridian und ein Breitenkreis ist. Den Globus hat auch jeder einmal gesehen und da kann man sich das gut vorstellen. Also in jedem Punkt im Raum hat man jetzt wieder ein Basisvektorsystem. Aber entscheidend ist jetzt, die sind dann nicht überall gleich. Die ändern sich, wenn man woanders hinläuft. Entsprechend den gekrümmten Koordinatenlinien und ähnlich ist das dann auch mit den Koordinatenflächen. Also das haben wir das letzte Mal uns anschaulich klar gemacht. Und weil das aber so wichtig ist, möchte ich das mit Ihnen jetzt noch gemeinsam mit einem besonders einfachen Beispiel konkret durchrechnen, dass Sie sich das wirklich oder wir uns gemeinsam jetzt zu eigen machen können. Na, das einfachst mögliche krummlinige Koordinatensystem, wo man am wenigsten rechnen muss, sind die ebenen Polarkoordinaten. Und die wollen wir uns jetzt näher anschauen. Und da schreibe ich noch einmal vorher auf, wie wir nun also die Basisvektoren ganz allgemein uns ausgerechnet haben. Die ite kartesische Komponente des Basisvektors ist dxi nach dq alpha. Und die ite kovariante Komponente des kontravarianten Basisvektors ist dq alpha nach dxi. Das sind die zwei Ausdrücke, die wir uns vorige Woche ermittelt haben. Das sind Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien, das sind normalen Vektoren auf die Koordinatenflächen. Die kovarianten Basisvektoren liegen tangentiell an die Koordinatenlinien, die Kontravarianten liegen normal auf die Koordinatenhyperflächen. Nur zur Klarstellung, wir haben jetzt hier einmal in dem betrachteten Raum kartesische Koordinaten xi vorhanden, verfügbar und ein anderes Koordinatensystem, die q-Alpha. Das können also eben sein, was Sie wollen, aber zum Beispiel Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten. Und wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen überlegt, dass diese Koordinaten in eindeutiger Weise miteinander zusammenhängen. Die r Theta Phi können in die x, y, z umgerechnet werden und umgekehrt. Daher kann man diese Differenziationen auch problemlos durchführen. Diese Indizes i beziehen sich auf die ite Komponente in Bezug auf die kartesischen Koordinaten mit orthonormierter Vektorbasis, die überall im Raum die gleichen Richtungen haben. Während die Alpha, die Q-Alpha, das sind eben nun die entsprechenden krummlinigen Koordinaten, auf die sich dann der jeweilige Basisvektor bezieht. G unten 1 Pfeil ist der Tangentenvektor an die Q1-Linien.
und gehe unten 2 und 3 entsprechend dann eben für die anderen Linien. Und das, was wir uns also bis jetzt so allgemein abgeleitet haben und dann halt aufgezeichnet haben für die Zylinder- und Kugelkoordinaten, wollen wir jetzt konkret durchrechnen für die ebenen Polarkoordinaten. Und da wollen wir noch einmal aufschreiben, was also da vorliegt. Wir nehmen an, die xi, die bezeichnen wir mit x und y. Die qi bezeichnen wir mit r und phi. Damit wir in dem Fall bei diesem zweidimensionalen Beispiel mit den Polarkoordinaten so effizient wie möglich das darstellen können. Und wir haben die entsprechenden Beziehungen. X ist R mal Cosinus Phi und Y ist gleich R mal Sinus Phi. Und das lässt sich auch umrechnen in die Gegenrichtung. Wir haben außerdem, r ist die Wurzel aus x² plus y² und phi ist der Arcus Tangens von y durch x. Ich glaube, das ist Ihnen bekannt. Naja. Und jetzt wenden wir diese allgemeinen Beziehungen, die Ihnen vielleicht bisher noch nicht so richtig klar geworden sind, mit Hilfe dieser, also für diese ebenen Polarkoordinaten an. Und wollen wir zunächst einmal die kovarianten Basisvektoren ausrechnen. Die kovarianten Basisvektoren, das sind die, von denen kann man sich diese kontravarianten Komponenten in Bezug auf die zu dahinterliegende orthonormierte Basis ermitteln. Das sind also die G unten Alpha Pfeil, die ite Komponente. Naja, so wie es hier steht, wir rechnen uns das aus. Einmal die erste Komponente, also vom ersten kovarianten Basisvektor, die erste Komponente. Naja, da haben wir dx1 nach dq1. Das heißt mit anderen Worten dx nach dr. Naja, nicht schwer. dx nach dr, phi ist als konstant anzunehmen, partiell nur noch r bleibt Cosinus phi stehen. Und dann von diesen ersten kovarianten Basisvektor die zweite Komponente. Das ist also dann, haben wir also hier jetzt stehen dx2 nach dq1, das ist dy nach dr. Und in gleicher Weise sehen Sie hier, es kommt Sinus Phi heraus. Das ist für den ersten Basisvektor. Und jetzt nehmen wir gleich den zweiten her. Beim zweiten Basisvektor ist die erste Komponente wieder I gleich 1, Alpha gleich 2. Also wir haben dx nach d Phi. Und dx nach d Phi,
ist, wenn wir uns das anschauen, wenn wir nach Phi differenzieren, bleibt R konstant und Konstanz und aus Cosinus Phi wird minus Sinus Phi, also haben wir minus R Sinus Phi. Und dann haben wir vom zweiten Basisvektor die zweite Komponente. Das heißt jetzt dx2 nach dq2 und das ist dy nach dφ. Und dy nach dφ ist r mal Cosinus φ. Also dy nach dφ ist gleich r mal Cosinus φ. Naja, das ist recht leicht zu überblicken. Denn man kann jetzt einmal sehen, vielleicht zeichnen wir uns das einmal da herüben auf. Da werde ich ein bisschen mehr Platz nehmen. Und da diese Ebenen Polarkoordinaten aufzeichnen. Und wenn wir da an einer bestimmten Stelle uns befinden, mit einem Punkt P, dann ist das R und das Phi. Hier haben wir die X-Achse und die Y-Achse. Daraus ergeben sich die Zusammenhänge, wie ich sie da unten aufgeschrieben habe. Und jetzt schauen wir einmal, wenn wir uns an diesem Punkt befinden, wie liegt jetzt der erste Basisvektor? Seine x-Komponente ist Cosinus Phi und seine y-Komponente ist Sinus Phi. Da ist wieder Phi, da ist Cosinus Phi, da ist Sinus Phi. Dieser Vektor, jetzt hätte ich mal eine rote, aber ich habe eine orange Kreide, die ist auch nicht schlecht. Dieser Vektor zeigt also so nach außen, also in Richtung dieser R-Koordinatenlinien und hat die Länge 1. Also das ist der Vektor g unten 1 Pfeil. Die Länge des Vektors, das sind ja die kartesischen Koordinaten in Bezug, Komponenten in Bezug auf die xy-Koordinaten, ist natürlich die erste Komponente zum Quadrat plus die zweite ist Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat, daher ist diese Länge hier wirklich 1. Der Betrag von G1 Pfeil ist 1. Wie schaut es mit G2 Pfeil aus? Wie liegt das relativ zu G1 Pfeil? Da rechnen wir uns einmal das Skalarprodukt von G1 Pfeil und G2 Pfeil aus. Na, das ist alles in orthonormierten Basisvektorsystem und daher haben wir erste Komponente mal erste plus zweite mal zweite. So haben wir minus R Cosinus Phi Sinus Phi und dann zweite Sinus Phi mal R Cosinus Phi plus R Sinus Phi Cosinus Phi. Und das ist gleich 0. Sie sehen also, die beiden stehen senkrecht aufeinander. Jetzt schauen wir uns noch an, wie sieht es denn mit der Länge des zweiten Basisvektors aus? Wurzel aus erste Komponente zum Quadrat plus zweite Komponente zum Quadrat. Also der Betrag von G2 Pfeil ist R Quadrat Sinus Quadrat Phi plus R Quadrat Cosinus Quadrat Phi und daraus die Wurzel. Also
R Quadrat mal Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist 1, Wurzel aus R Quadrat ist R. Und es liegt senkrecht auf, also G1 und G2 stehen senkrecht aufeinander. Und jetzt schauen wir, die erste Komponente ist negativ. Die zweite ist dann positiv, R Cosinus Phi. Also wie wird der Vektor dann ausschauen? In etwa so. Steht senkrecht, das ist G unten 2 Pfeil und der Betrag von G unten 2 Pfeil ist R. Also Sie sehen, es passiert wirklich das, was wir gesagt haben. Die kovarianten Basisvektoren sind tangentiell an die entsprechenden Koordinatenlinie. Die R-Koordinatenlinien sind so radial nach außen gehende Geraden. Tangentiell darauf ist G unten 1 Pfeil. Die Phi-Koordinatenlinien sind konzentrische Kreise. Tangentiell dazu liegt dieser Vektor G2 Pfeil, so wie es sein soll. Wir haben die entsprechend diesen allgemeinen Definitionen ausgerechnet und damit auch die Längen erhalten. Wurzel aus Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist 1, daher hat der erste die Länge 1 und der zweite, wie wir gerade gesehen haben, die Länge R. Also, das jetzt erhaltene, für diesen Punkt zugehörige Basisvektorsystem ist zwar orthogonal, aber kein orthonormales System. Der zweite Basisvektor, G2 Pfeil, hat die Länge R. Naja, das sind also jetzt die kovarianten Basisvektoren. Jetzt wollen wir uns aber noch die Kontravarianten anschauen. Mir ärgert es, dass ich da hier Platz vergeudet habe. Vielleicht brauchen wir den jetzt noch. Daher schreiben wir das da so weiter. Ist gleich, was haben wir gehabt? Minus R Cosinus Sinus plus R Sinus Phi Cosinus Phi ist gleich 0. Das habe ich noch einmal aufgeschrieben. Jetzt können wir hier wieder unseren Abschnitt machen und schauen uns jetzt die kontravarianten Basisvektoren an. Sie erinnern sich, das waren die normalen Vektoren auf die entsprechenden Koordinatenflächen. Jetzt muss man natürlich sagen, Koordinatenhyperflächen, habe ich gesagt. Weil eine Koordinatenhyperfläche ist in einem n-dimensionalen Raum eine n-1-dimensionale Hyperfläche. Jetzt haben wir da einen zweidimensionalen Raum. Da ist dann die Hyperfläche wieder eine Linie. Das ist natürlich ein bisschen degeneriert. Aber wenn wir das für diese Polarkoordinaten machen wollen, müssen wir es so klar machen. Und die R-Koordinatenhyperfläche ist also jetzt die, wo R konstant ist. Das heißt, die R-Hyperfläche ist ein konzentrischer Kreis. Und die Phi-Hyperfläche ist die, wo Phi konstant ist. Und das sind diese nach außen gehenden Geraden. Das heißt, das bleibt, wie es ist, aber es ist Bäumchen wechselt sich sozusagen. Nur die entsprechenden Basisvektoren müssen dann senkrecht auf die Hyperflächen stehen. Na, und auf die 1 oder R-Hyperfläche senkrecht steht wieder so ein Vektor. Und auf die Phi-Hyperfläche senkrecht steht so ein Vektor. Sie könnten also glauben, wir haben alles schon. Sie sind ja schon da. Und wie sich aber jetzt herausstellen wird,
nicht ganz. Das wollen wir uns jetzt entsprechend klar machen. Wir rechnen uns also diese kontravarianten Basisvektoren aus, die G oben Alpha Pfeil, die unten i-te Komponente, so wie sie hier steht. Also machen wir das wieder der Reihe nach. Da haben wir G unten oben 1 Pfeil, die erste Komponente. Also Alpha und I, beides ist 1. Da haben wir dq1 nach dx1, das heißt dr nach dx. Dr nach dx. Na, das ist ein bisschen mühsamer, weil da müssen wir dieses r nach x differenzieren. Na, diese Wurzel heißt ja x² plus y² hoch ein halb. Wenn man das differenziert, haben wir ein halb mal diese Klammer hoch minus ein halb. Also kriegen wir gleich ein halb mal 1 durch diese Wurzel aus x² plus y², mal der inneren Ableitung. Nach x ableiten gibt ein 2x. Jetzt geht das 2 weg. Und weil wir uns ja auf die Ebenen Polarkoordinaten beziehen und ja diese kartesischen Koordinaten nur ein Hilfsmittel für uns ist, wollen wir das jetzt wieder in die Polarkoordinaten umrechnen. Und was haben wir da? Die Wurzel aus x² plus y², das ist r. Also im Nenner steht r. Also ist gleich im Nenner r. Und im Zähler steht x und x ist r Cosinus Phi. Damit fällt das weg. Und siehe da, es steht wieder Cosinus Phi da, so wie hier. Das ist doch witzig. Dx nach dr ist Cosinus Phi und dr nach dx ist wieder Cosinus Phi. Also das kommt einem überraschend vor. Aber Sie können es sich anschauen. Wir haben ja keinen doppelten Boden eingezogen, sondern einfach nur differenziert unter Verwendung aller Regeln, die man heute so braucht, insbesondere Kettenregel, und wieder zurück umgerechnet in das R Phi, was uns ja da in erster Linie interessiert. Das x und y ist ja nur Mittel zum Zweck, damit wir sehen, wohin zeigen die denn jetzt. Wenn wir dann schon wissen, dass die also immer tangentiell und normal und so weiter stehen, dann brauchen wir das mit den kartesischen gar nicht mehr. Aber zunächst einmal möchte ich es Ihnen ja so vorführen, dass Sie mir das auch glauben können. Wir rechnen es richtig aus. Also das ist einmal das G oben 1 und die erste Komponente von diesem ersten Vektor. Und jetzt machen wir das G oben 1 Pfeil, die zweite Komponente. Und das ist jetzt also wieder Alpha gleich 1 und I gleich 2. Das heißt R nach Y, so ist es. Dr nach dy. Ja, sehen Sie das? Sie sehen es wahrscheinlich aus der Distanz besser als ich da von der Tafel. Na, dr nach dy, und was kommt da jetzt raus? Ganz analog, nur dann wird die innere Ableitung nach y. Also haben wir wieder ein halb mal 1 durch die Wurzel aus x² plus y², und dann mal 2y, weil jetzt heißt ja die innere Ableitung von dem da drin noch y, fällt wieder der Zweier weg. Und wir haben da wieder 1 durch r und dann das y ist r Sinus Phi. Da fällt das r wieder weg und es bleibt Sinus Phi. Das ist echt derselbe Vektor. Also, wir können hier schon schreiben in unserer Zeichnung, das G unten 1 Pfeil ist dasselbe wie das G oben 1 Pfeil. Die gleichen Komponenten.
Naja, schaut ja fast nach einer Trivialität aus, aber warten Sie nur, es kommt jetzt etwas anders. Ja, also, jetzt wollen wir uns, das war der erste, jetzt wollen wir uns wieder den zweiten Kontravarianten-Basisvektor anschauen. G2-Pfeil, die erste kovariante Komponente. Alpha ist 2, I ist 1, Phi und X. Also muss da stehen, d Phi nach dx. Na, das ist ein bisschen spannender, weil da müssen wir den Arcus-Tangens differenzieren. Da werden wir ein bisschen eine Nebenrechnung machen. Da verwenden wir gleich da den Plot, der uns da zur Verfügung steht. Wir müssen also da wieder natürlich mit der Kettenregel vorgehen. Wir werden einmal den Arcus-Tangens nach y durch x differenzieren, mal das y durch x nach x differenzieren. Wie man das halt so macht. Na, wer weiß denn, wie man den Arcus-Tangens differenziert? Was ist denn d nach dz von Arcus-Tangens z? Weiß das jemand? 1 durch 1 plus. Genau. Ist ja ganz interessant, dass da so eine ganz einfache Funktion herauskommt, wenn man den Arcus-Tangens differenziert. Das müssen Sie mal glauben. Das kann man in Formelsammlungen nachsuchen, in der Mathematik wird einem das beigebracht. Das ist so ein Stück Werkzeug, mit dem wir heute arbeiten. Na, dann machen wir das uns hier gleich zunutze. D Phi nach dx. Da müssen wir also den Arcus-Tangens nach y durch x differenzieren. Da haben wir 1 durch 1 plus y durch x zum Quadrat. Das ist dieses z-Quadrat. Aber wir sind nicht fertig. Wir müssen dann dy durch x nach dx differenzieren. Also, wenn wir da, wird das y einmal konstanter Faktor sein. Und dann haben wir da ein 1 durch x, das ist x hoch minus 1, abgeleitet ist minus 1 mal x hoch minus 2. Also auch kriegen wir da ein Minus und da kriegen wir unten ein x Quadrat. Und das wird jetzt minus y durch, und jetzt multiplizieren wir das x Quadrat da hinein, dann kriegen wir x Quadrat plus y Quadrat durch x Quadrat mal x Quadrat ist y Quadrat. Siehe da. Und jetzt wollen wir aber, wir wollen ja sozusagen verschämt diese ganzen kartesischen Koordinaten wieder wegbringen. Soll alles wieder in R und Phi dastehen, weil nur um das geht es ja letzten Endes. Wenn Sie da oben hinschauen, die x und y sind nur Orientierungspunkte. Aber richten tut sich das alles nach diesen Kugeln, also in dem Fall Polarkoordinaten. So soll es letzten Endes auch sein. Also wollen wir da wieder umrechnen, das y ist r sinus phi, haben wir also minus r sinus phi und x Quadrat plus y Quadrat ist r Quadrat. Da geht das r gegen das Quadrat weg und es steht minus sinus phi durch r. Na, das ist jetzt doch was anderes. Denn da haben wir gehabt, vom zweiten die erste Komponente ist minus r sinus phi und da haben wir jetzt minus sinus phi durch r. Das ist jetzt doch was anderes. So ganz gleich bleibt es nicht. Und jetzt schauen wir uns noch an, das g oben 2-Pfeil, Kontravariant der zweite Basisvektor, die zweite Komponente. Na, das geht ähnlich leicht, das ist leichter. Man hat ein bisschen rechnen müssen, aber genau genommen, es ist auch keine besondere Geschichte. Das musste man halt wissen. Na, manche Sachen muss man halt wissen. Oder man schaut es halt nach. Wissen heißt wissen, wo es steht.
Also G2-Pfeil, die zweite Komponente, y und phi. Wir müssen also dφ nach dy ausrechnen. Naja, wieder. Zuerst einmal den Arcus tangens, so wie gehabt. 1 durch, 1 plus, y durch x zum Quadrat. Das so wie da, mal, und jetzt kommt die innere Ableitung dy durch x nach dy. Das ist sogar nur ein bisschen einfacher, weil da fällt das einfach weg und es bleibt ein 1 durch x stehen. Also kommt da ein 1 durch x da noch dazu. Und da machen wir es jetzt so, dass wir mit x erweitern. Schaut ja nichts. Ja? X durch x Quadrat. Und was kommt dann heraus? Das wird da so weitergehen. Dann haben wir kein Minus diesmal, sondern wir haben also x. Und unten steht das x Quadrat, multiplizieren wir da hinein, so wie wir es da oben gemacht haben. Dann haben wir x Quadrat plus y Quadrat durch x Quadrat mal x Quadrat ist y Quadrat. Und schauen Sie, auf einmal, wenn man wieder zu den natürlich zugehörigen Koordinaten übergeht, wird auf einmal alles wieder einfach. Die kartesischen sind eigentlich eine lästige Belastung, durch die man durch muss, damit man das so rausbringt. Aber gescheiter wäre es, wenn man es überhaupt nicht braucht. Darauf zielen wir ab in weiterer Folge. Und ein Grund, sehr gleich noch, ich mache es jetzt nur fertig, sonst verlieren wir da den Faden. Wir gehen da wieder jetzt zurück auf die Darstellung mit den Polarkoordinaten. Das x ist r Cosinus Phi. R Cosinus Phi. X Quadrat plus y Quadrat ist r Quadrat. Wir kürzen das r gegen das Quadrat und stehen bleibt plus Cosinus Phi durch r. Da haben wir minus Sinus Phi durch r plus Cosinus Phi durch r. Ja? Und jetzt können wir, da haben wir das Skalarprodukt G1 mal G2 ausgerechnet. Tun wir das da auch. Jetzt habe ich ein bisschen wenig Platz. G1, ja, aber jetzt oben. G1-Pfeil skalar mit G2-Pfeil, damit wir wieder schauen, wie die zueinander liegen. Da haben wir die Kovarianten-Basisvektoren angeschaut, dort die Kontravarianten jetzt. Na, das sind ja wieder kartesische Koordinaten. Da muss ich jetzt ein bisschen eine größere Klammer drüber machen, um das da übersichtlich zu machen. Und da haben wir also jetzt Cosinus Phi mal minus Sinus Phi durch R. Cosinus Phi mal minus Sinus Phi durch R. Und die zweite Sinus Phi mal Cosinus Phi durch R. Plus Sinus Phi Cosinus Phi durch R. Und das ist wieder 0. Na gut, also auch die stehen senkrecht aufeinander. Aber jetzt wollen wir uns wieder die Längen anschauen. Also die Länge des ersten Kontravarianten-Basisvektors, na, der hat ja sogar der erste Kovariante und der erste Kontravariante die gleichen Komponenten, na, dann wird ja wohl die Länge auch die gleiche sein. Wurzel aus Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi ist 1 und es ist ja auch der gleiche Vektor. Haben wir ja schon so eingezeichnet. Und jetzt die Länge des zweiten Kontravarianten-Basisvektors. Naja, da müssen wir halt jetzt die hernehmen. Da haben wir Sinus Quadrat Phi durch R Quadrat plus Cosinus Quadrat Phi durch R Quadrat ist 1 durch R Quadrat mal Sinus Quadrat Phi plus Cosinus Quadrat Phi, das ist 1, 1 durch R Quadrat und die Wurzel draus. 1 durch R.
Und da gibt es also jetzt einen Unterschied. Und hier, vielleicht nehmen wir jetzt was Blaues oder was Gelbes. Mal schauen, was besser wirkt. Nein, was Violettes, das wird nicht. Also, da zeichnen wir gleich den da violett dazu. Das ist das G oben 1 Pfeil. Und das G oben 2 Pfeil, das hat wieder, die erste Komponente ist negativ, die zweite ist positiv, das geht wieder darüber, darauf, aber die hat nur die Länge 1 durch R. Und das ist das G oben 2 Pfeil. Und jetzt sehen Sie, Sie bekommen ein orthogonales Basisvektorsystem, aber kein orthonormales. Es sind die Vektoren einerseits, das sind jetzt die orange-gelben, tangentiell an die Koordinatenlinien, beziehungsweise die violetten, normal an die Koordinatenhyperflächen, so wie es sein soll. Und jetzt kann man noch nachschauen, wie sie sind auch beide in der gleichen Richtung, beide sind orthogonal. Dementsprechend ist G1 mal G2 gleich 0 unten und oben G1 mal G2 auch gleich 0. Aus alledem kriegen wir jetzt sozusagen als die große Schlussfolgerung, wir kriegen aus dem Ganzen zwei Metriktensoren, den Kovarianten und den Kontravarianten. Die Matrix der G unten IJ ist ja, die Komponenten sind die Skalarprodukte der Basisvektoren. Also der unten erste mal dem unten ersten, also G1 Pfeil mal G1 Pfeil, nachdem er die Länge 1 hat, ist das 1. G1 Pfeil mal G2 Pfeil, die Orangen, sind 0. Er ist symmetrisch, der GIJ, und G2 Pfeil mal G2 Pfeil ist ja die Länge des zweiten zum Quadrat, ist R Quadrat. G2, Betrag von G2 Pfeil, 1, 0, 0, R Quadrat. Und Sie sehen jetzt, diese Schlussfolgerung beinhaltet keinerlei kartesische Koordinaten mehr. Sie können daraus, dass da Nullen stehen, sehen, dass G1, 2 gleich 0 ist und G2, 1 gleich 0, immer kovariant, also G1, 2 gleich 0 und natürlich G2, 1 gleich 0. Und aus denen sehen Sie, G unten 1 mal G unten 1 ist 1 Quadrat und G unten 2 mal G unten 2 ist der Betrag von dem zum Quadrat ist R Quadrat. Das ist der kovariante Metriktensor für die ebenen Polarkoordinaten. Und der beschreibt komplett die gesamte Situation und ergibt sich unmittelbar aus dieser Umrechnung zwischen den einen und den anderen Koordinaten. Aber letzten Endes bezieht sich das nur einzig auf diese ebenen Polarkoordinaten und alle Eigenschaften der ebenen Polarkoordinaten stecken da drin. Nur, wir können natürlich auch die Kontravarianten-Komponenten ausrechnen. Naja, in der Diagonale stehen da wieder die Beträge zum Quadrat. Der Betrag des ersten Kontravarianten ist 1, zum Quadrat ist 1. Und der Betrag des zweiten Kontravarianten ist 1 durch R, zum Quadrat ist 1 durch R Quadrat. Und das Skalarprodukt der beiden, erst einmal zweiter Kontravariant und umgekehrt, ist gleich 0. Und damit haben Sie den Kontravarianten-Metriktensor
Und die beiden sind auch, so wie es sein muss, invers zueinander. Das sieht man hier besonders deutlich, weil die nur Diagonalelemente haben. Das Invertieren einer Matrix, die nur Diagonalelemente hat, ist einfach. Man braucht nur die Reziprokwerte dieser Diagonalelemente betrachten. Aber das bitte gilt nur, wenn alle anderen Komponenten null sind. Sonst ist das Invertieren weitaus umständlicher. Ja? Also ich habe diese eine Tafel hier jetzt verwendet, um Ihnen die Situation anhand eines besonders einfachen Beispiels, und zwar eben der ebenen Polarkoordinaten, klarer zu machen. Gibt es eine Frage dazu? Haben Sie das gut verstanden? Eine Bemerkung dazu. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber wir haben schon im Wintersemester darüber gesprochen, was hat denn der Metriktensor, wenn man ihn einmal nur so anschaut, als Matrix, gleich für Aussagekraft. Und da haben wir einmal gesagt, in der Hauptdiagonale stehen die Quadrate der Längen der Basisvektoren. Also wenn Sie sich das anschauen, Sie kriegen das einmal auf den Tisch, sonst nichts, dann wissen Sie sofort, der erste Basisvektor hat die Länge 1, der zweite hat die Basis, der Basisvektor hat die Länge r. 1 und r. Ist doch genial. Und jetzt andererseits die zugehörigen Kontravarianten, da sehen Sie wieder, ja, und die Nullen sagen aus, sie sind senkrecht aufeinander. Das tun die hier auch und jetzt hat der erste wieder die Länge 1, dieselbe Sache, und der zweite hat die Länge Wurzel aus dem, 1 durch r. Das ist dieses kleine violette Vektorchen da. Und damit sehen Sie, das sind wirklich die zugehörigen Co- und Kontravarianten-Basisvektoren. Sie sind orthogonal, sie sind nicht orthonormal und alles können Sie aus den Komponenten des Metriktensors ablesen. Und wenn Sie es von der Seite her anfangen, dann brauchen Sie gar nicht über den Umweg der kartesischen Koordinaten zu gehen. Das haben wir jetzt nur gemacht, damit wir uns einen direkten Zugang verschaffen. Aber Sie kriegen sofort aufgrund dieses Transformationsverhaltens diese Metriktensoren heraus und können umgekehrt die zugrunde legen und kriegen dann sofort dieses Bild hier. Zweite Bemerkung, besonders wichtige Bemerkung. Angenommen, Sie haben jetzt, und das werden wir dann ein bisschen später noch weiter ausführen, Sie haben jetzt hier einen Vektor A-Pfeil in der Ebene. Und der soll jetzt überall im Raum konstant sein. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel da hersetzen, dann soll der wieder so ausschauen. Parallel und gleich lang. Ja, ich habe ihn einfach darüber gesetzt, überall wo Sie hingehen, auch sonst irgendwo in der Ebene, das soll einfach ein konstanter Vektor sein. Der hat einfach an jedem Punkt die gleiche Länge und die gleiche Richtung. Wenn Sie sich aber jetzt vorstellen, dass Sie an der Stelle jetzt den ersten, sagen wir mal, Kovarianten-Basisvektor und da den zweiten Kovarianten-Basisvektor haben, dann wird dieser gleiche Vektor ganz offensichtlich unterschiedliche Komponenten haben, weil sie beziehen sich jetzt auf dieses Basisvektorsystem anstatt auf dieses. Das hat sich ja herübergedreht. Der G1, der ist immer tangentiell an diese radial liegenden Koordinatenlinien und der G2 ist immer tangentiell an diese zweiten Phi-Koordinatenlinien. Also Sie sehen, der selbe Vektor hat an unterschiedlichen Punkten dann jetzt unterschiedliche Komponenten.
Das ist natürlich was Neues. Das hatten wir bis jetzt, wo wir es nur bei den Vektorfeldern mit den orthonormierten Basisvektoren und kartesischen Koordinaten gemacht haben, hatten wir das nicht. Ja? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Denn wir haben ja oft in der Vektorrechnung und auch Tensorrechnung das Problem, dass man die Änderung eines Vektors beschreiben möchte. Daher bildet man die Ableitung. Dazu gibt es die Vektordifferentialoperatoren. Und wenn das jetzt ein konstanter Vektor ist, und dann müsste man davon ausgehen, es müssen ja auch die Komponenten konstant sein, sonst wäre der Vektor ja nicht konstant. Da sind die Komponenten nicht konstant und der Vektor ist doch konstant. Wie also rechnet man sich richtig die tatsächliche Änderung eines Vektors aus, wenn man von einem Punkt zu einem anderen geht, wobei man also berücksichtigen muss, dass im Allgemeinen sich einem das Basisvektorsystem wegdreht. So quasi unter dem Hintern dieses Vektors hat sich das Basisvektorsystem weiter bewegt, weil sie woanders hingegangen sind, ist immer noch derselbe Vektor, aber er hat andere Komponenten. Das ist der innere Grund, warum man in der Tensorrechnung eine kovariante Ableitung braucht. Weil um die tatsächliche Änderung oder Nichtänderung eines Vektors bestimmen zu können, genügt es nicht, einfach nur die Änderungen der Komponenten herzunehmen. Das genügt in diesem trivialen Spezialfall der kartesischen Koordinaten, weil sich bei denen eben die Basisvektoren nicht ändern. Es ist aber der Regelfall bei praktisch allen anderen, bis auf solche ganz einfachen Ausnahmen, da ändern sich die Basisvektoren schon bei diesem simplen Beispiel mit den ebenen Polarkoordinaten. Einfacher geht's gar nicht. Und schon da sehen Sie, dass sich das bereits ändert. Das heißt, es ist eine zwingende Notwendigkeit, dass man sich anschaut, wie schaut also nun die wirkliche, die tatsächliche geometrische Änderung eines Vektors aus. Das rechnet man sich aus mit Hilfe der kovarianten Ableitung. Da müssen Sie mir noch ein bisschen Zeit geben, dass wir die jetzt dann allgemein durchrechnen. Aber ich sage Ihnen gleich jetzt, verspreche ich Ihnen, dass wir dann wieder auf diese ebenen Polarkoordinaten zurückkommen werden, dass wir uns ein Vektorfeld mit lauter konstanten Vektoren aufschreiben werden. Wir werden die Komponenten des Vektors in Bezug auf diese veränderlichen Basisvektoren aufschreiben. Die werden daher ortsabhängig sein. Und wenn man dann die kovariante Ableitung durchführt, dann kommt letzten Endes doch Null heraus, weil sich der Vektor eben tatsächlich nicht ändert. Dazu ist aber ein Korrekturterm notwendig. Mit dem werden wir uns dann auseinanderzusetzen haben. Also das möchte ich jetzt nur ein bisschen vorausschicken, damit Sie sehen, wozu wir uns jetzt verschiedene Sachen antun, um dorthin zu kommen. Aber ich glaube an der Stelle bereits, und das ist auch ein Hauptgrund, warum ich dieses Beispiel mit Ihnen so genau durchgerechnet habe, bereits an dieser einfachen Stelle erkennen Sie, dass man bei einem konstanten Vektor im Allgemeinen nicht rechnen kann, dass seine Komponenten konstant bleiben, weil sich ja von Punkt zu Punkt im Allgemeinen die Basisvektoren, auf die sich der Vektor bezieht, ändern werden. So, und jetzt möchte ich zwischendurch einmal fragen, ob Ihnen das jetzt alles klar ist, oder ob es noch irgendwelche Unklarheiten, Fragen, Bemerkungen, Kritik oder sonst irgendwas gibt. Weil das sollten Sie wirklich gut verstanden haben. Sonst wissen Sie ja gar nicht, was wir uns jetzt anschließend antun werden. Aber wir müssen es uns antun, sonst könnten wir alles nur zeitlebens immer in kartesischen Koordinaten ausrechnen. Und das ist schlicht und einfach zu wenig.
Und sie brauchen dieses Werkzeug, um das auch in anderen Koordinaten zu können. Das ist also noch einmal gesagt, nicht nur so ein Hirngespinst für ein paar Leute, die sich mit allgemeiner Relativitätsmechanik auseinandersetzen, sondern das ist ein grundlegendes Konzept, diese kovariante Ableitung. Ja? Okay. Also jetzt haben wir uns das durchgerechnet. Jetzt will ich Ihnen noch sozusagen als Drüberstreier noch aufschreiben, wie das nun, wenn wir das alles jetzt, was ein bisschen komplizierter ist, auch ausrechnen würden in Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten, was wir dann für Metriktensoren herauskriegen würden. Weil das ist natürlich auch interessant. Denn wenn man die hat, der ist, was er ist. Die ändern sich nichts. Das ist der Metriktensor für die ebenen Polarkoordinaten. Ein 2×2-Tensor, der so ausschaut. Und wenn wir das jetzt für die Zylinderkoordinaten machen, die unterscheiden sich ja sehr wenig von den ebenen Polarkoordinaten. Wenn da die ebenen Polarkoordinaten, kommt da nur so eine axiale Koordinate Z noch dazu. Also einfacher geht es ja schon immer mehr. Dementsprechend muss das ja auch sehr ähnlich sein. Und da kommt also heraus, die G unten IJ sind dementsprechend, jetzt muss es 3×3 sein. Nicht? Also da wird so etwas Ähnliches wie dort oben schon mal stehen, aber dann muss was Drittes auch dazukommen. Also haben wir 1, 0, 0, 0, R Quadrat 0, das ist 1, 0, 0, R Quadrat und immer noch Nullen dazu. Und jetzt kriegen wir dann 0, 0 und wieder 1, fantasielos. Weil eben das ja einfach nur eine axiale Koordinate ist und sonst nichts. Also, jetzt gibt es die G oben IJ. Das können Sie mir wahrscheinlich sofort ansagen. Wir haben nur eine Hauptdiagonale, sonst lauter Nullen. Und daher brauchen wir beim Invertieren nur die Reziprokwerte nehmen. 1, 0, 0, dann 0, 1 durch R Quadrat, 0, 0, 0, 1. Fertig. Und jetzt komme ich wahrscheinlich mit dem Platz in Bedrängnis. Jetzt werde ich ein bisschen kleiner schreiben. Kugelkoordinaten, die sind ein bisschen interessanter. Da haben wir also die Kovariantenkomponenten des Metriktensors. Fängt wieder so an. 1, 0, 0, 0, R Quadrat 0 und dann 0, 0, R Quadrat Sinus Quadrat Theta. Ja? Na und wiederum, wie das mit den Kontravarianten ausschaut, können Sie mir auch sofort ansagen, wieder nur eine Hauptdiagonale, sonst lauter Nullen. Und daher haben wir dann da 1, 0, 0, 0, 1 durch R Quadrat, 0 und 0, 0, 1 durch R Quadrat, Sinus Quadrat, Theta. Fertig. So einfach ist es. Und wiederum, schauen Sie sich's an. Nachdem außerhalb der Hauptdiagonale lauter Nullen stehen, müssen diese Basisvektoren alle paarweise aufeinander senkrecht stehen. Orthogonal. Und zwar sowohl die Co- als auch die Kontravarianten. Und da stehen die Quadrate der Längen der Basisvektoren. Der erste, das ist wieder dieser radial nach außen gehend. Jetzt haben wir heute am Anfang besprochen. Hat die Länge 1. Der zweite, das ist dieser Theta-Vektor. Das ist der Tangentenvektor an die Meridiane. Der Nord-Süd-Vektor. Der hat die Länge R. Das ist so ähnlich wie dort. Der hat auch der zweite die Länge R. Ja? Aber dann gibt es jetzt noch einen dritten. Das ist der, der tangentiell ist an die Breitenkreise. Das ist der Ost-West-Vektor.
Ich glaube, Sie verstehen mich, was ich meine mit meiner geografischen Veranschaulichung. Das kann man sich vielleicht besonders leicht vorstellen. Und dessen Länge ist jetzt R mal Sinus Theta. Theta hat auch was mit der geografischen Breite zu tun. Also dessen Länge hängt noch mit dem Sinus von Theta zusammen. Theta gleich 0 ist am Nordpol oder am Südpol. Theta 180 dann. Da wird dann der Sinus 0. Ja, und wieder die Kontravarianten schauen entsprechend so aus. Also wieder zwei Sätze von Basisvektoren. Zueinander Kon-Kontravariant. Das sind die Kovarianten, das sind die Kontravarianten. Längen haben sie auch, sie haben alles, das Ganze liegt ihnen zu Füßen sozusagen. Und alles das ohne irgendeinen Rückgriff auf kartesische Koordinaten. Die hat man höchstens gebraucht, um sich das zu ermitteln. Mehr nicht. Wenn man es einmal hat, hat man es. Und das sind also die entsprechenden Metriktensoren für Zylinder- und Kugelkoordinaten. Sie sehen jetzt noch was anderes Wichtiges. Es hängt sehr davon ab, in was für einem Koordinatensystem man sich befindet. Wenn man, sagen wir, den R3 hernimmt, das ist also der dreidimensionale euklidische Raum. Das ist alles das, womit wir hier zu tun haben. Die Zylinderkoordinaten beschreiben einen dreidimensionalen euklidischen Raum und die Kugelkoordinaten auch. Der Raum ist euklidisch, sonst könnte man ja nicht in kartesische Koordinaten umrechnen. Und das hatten wir ja schon gemacht, das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Also, wir können in diesem R3 kartesische Koordinaten x1, x2, x3 oder xy, z wählen oder wir können Zylinderkoordinaten wählen oder wir können Kugelkoordinaten wählen und viele andere auch, aber die drei halt einmal. Und da sehen Sie jetzt, wenn man bei kartesischen Koordinaten, da kennen Sie den Metriktensor, das ist die Einheitsmatrix. Lauter 1 in der Hauptdiagonale, sonst lauter 0. Ja, weil die Längen der Basisvektoren im 1 sind, die Wurzel aus den Hauptdiagonalelementen, sind alle 1. Ja? Und wenn man jetzt eine Koordinatentransformation durchführt, sagen wir von den kartesischen zu den Kugelkoordinaten, dann ändern sich die Basisvektoren. Es wird aus den ewig gleichliegenden E1, E2, E3, werden solche, die sich im Raum anders, von Punkt zu Punkt anders darstellen. Aufgrund dessen ändern sich dann natürlich auch die entsprechenden Komponenten. Und Sie sehen, die Komponenten des Metriktensors transformieren sich, weil man ja auch andere Basisvektoren hat. Also eine Koordinatentransformation, zum Beispiel von den kartesischen Koordinaten auf die Kugelkoordinaten, zieht eine Transformation der Basisvektoren nach sich. Aus den ewig gleichen E1, E2, E3 werden dann solche, wie wir es besprochen haben, radial nach außen, tangential Nord-Süd und tangential Ost-West und an verschiedenen Stellen unterschiedlich. Eine Koordinatentransformation führt auf eine Transformation der Basisvektoren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir schon gelernt haben, wie transformieren sich denn dann die Komponenten eines Vektors oder allgemein Tensors, wenn man diese Basisvektoren transformiert. Also eine Koordinatentransformation führt in weiterer Folge auf eine Transformation der Vektorbasis und damit auf eine Transformation der Tensorkomponenten. Haben Sie das anhand dieses Beispiels klar verstanden? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Koordinatentransformation heißt zum Beispiel, ich gehe von Zylinderkoordinaten auf Kugelkoordinaten über. Das hat noch nichts mit irgendwelchen Vektorkomponenten zu tun. Aber diese Transformation bewirkt, dass wir das Basisvektorsystem in jedem Punkt ändern und aufgrund dessen dann ein dort befindlicher Vektor mit seinen Komponenten
andere Komponenten bekommt. Der transformiert sich dann von einem auf ein anderes Basisvektorsystem. Dazu passend zu dieser Koordinatentransformation. Das sollte Ihnen gut verständlich sein. Also einerseits unterscheiden wir streng zwischen Koordinaten und Komponenten und wir unterscheiden auch ganz streng zwischen Koordinatentransformation und entsprechender Transformation der Vektor- oder Tensorkomponenten. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die aber aufs Engste miteinander zusammenhängen, aufgrund dessen, dass die Basisvektoren immer entweder tangential an die Koordinatenlinien oder normal auf die Koordinatenhyperflächen stehen. Und diese Linien und Hyperflächen hängen wieder mit dem Koordinatensystem zusammen. Mehr sage ich jetzt nicht mehr, sonst wird es fad. Aber ich hoffe, dass Ihnen das wirklich gut verständlich ist. Wenn nicht, melden Sie sich jetzt und sofort. Das ist für Sie wahrscheinlich alles recht neu. Daher haben Sie den besten Grund zu sagen, tut mir leid, das verstehe ich nicht. Erklären Sie uns das nochmal. Sie brauchen sich nicht zu genieren. Das sind wirklich für Sie, glaube ich, neue Sachen. Und da darf man was auch nicht verstehen. Also jetzt habe ich Sie versucht. Bitte. Es ist ein Wunder, dass da trotz des sich drehenden Dreibeine das so systematisch bleibt. Das ist eben die geschickte Wahl des Koordinatensystems. Die Kugelkoordinaten und die Zylinderkoordinaten verwendet man deshalb, weil es so ein geniales Koordinatensystem ist. Aber natürlich vergessen wir nicht, sie sind sowohl die Kugel- als auch die Zylinderkoordinaten Koordinaten in einem R3, also nach wie vor in dem allgemein üblichen Raum unserer Anschauung, dem dreidimensionalen euklidischen Raum, wo die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist und alles passt schön. Wenn man dagegen einen nicht-euklidischen Raum verwendet, dann ist man gezwungen, gewisse dem Raum angepasste Koordinaten zu verwenden. Und weil Sie das schon erwähnen, möchte ich auch erwähnen, dass man bei den Kugelkoordinaten, ich habe das jetzt nicht wirklich schön aufgezeichnet, aber Sie haben es ja wahrscheinlich vor sich, wenn man die auf einen bestimmten Radius bezieht, zum Beispiel den Erdradius, und wir befinden uns nur auf der Oberfläche der Kugel, eine Kugel, wir graben uns weder bis zum Mittelpunkt der Erde hinein, noch steigen wir auf 10.000 Meter auf. Wir kriechen schön brav auf der Oberfläche herum, was wir ja die meiste Zeit machen, sagen wir ehrlich, nur wenn wir gerade ins Flugzeug steigen. Und selbst das kriecht ja recht nah an der Oberfläche. Nicht? Also wenn wir also so Erdlinge sind, dann bewegen wir uns auf einer zweidimensional gekrümmten Fläche. Und die Koordinaten dort sind Theta und Phi. R ist keine Koordinate, ist eine Konstante, der Erdradius. Theta und Phi, die geografische Breite, im Wesentlichen die geografische Länge. Die zwei Koordinaten. Und wenn Sie jetzt bei dem Metriktensor diesen ersten Abschnitt da hier wegnehmen und hier wegnehmen. Halt. Entschuldigung. Gott sei Dank kann man was auslöschen. Und hier wegnehmen. Das sind die jeweils ersten Komponenten mit den ersten Basisvektoren. Das sind die, die nach außen zeigen. Die brauchen wir jetzt nicht, weil wir sind nur auf der Oberfläche. Da brauchen wir nur zwei, den Nord-Süd gerichteten und den Ost-West gerichteten. Die schmiegen sich so an die Oberfläche an. Daher lassen wir den ersten in beiden Richtungen weg und es bleibt der da über, wobei das der konstante Erdradius ist. Diese 2x2-Matrix, das ist der Metriktensor für die Kugel. Und die Kugelfläche, das ist kein euklidischer Raum mehr. Auf der gilt zum Beispiel nicht mehr, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist. Können Sie sofort überlegen, wenn Sie so ein großes Dreieck hernehmen, ein Stück entlang des Äquators, dann einen Meridian hinauf zum Pol und wieder einen anderen Meridian herunter zum Äquator, da haben Sie ein Dreieck.
Aber da haben sie lauter rechte Winkel, da haben sie dreimal 90, 270 Grad statt 180 Grad, eine größere Winkelsumme. Also sie können sofort draufkommen, hoppla, ich bin auf keinem euklidischen Raum. Da drinnen können sie auch keine kartesischen Koordinaten mehr einführen. Wie wollen sie denn auf einer gekrümmten Fläche? Deswegen ist dieses zweidimensionale Koordinatensystem nicht mehr in ein kartesisches Koordinatensystem umzuwandeln. Hier haben Sie bereits einen Metriktensor, der sich auf eine gekrümmte Mannigfaltigkeit bezieht. Jetzt sind nicht nur die Koordinatenlinien und Koordinatenflächen krumm, sondern der Raum als solches, so dass es gar nicht die Möglichkeit mehr gibt, geradlinige Koordinatenlinien oder Flächen zu wählen, weil man sich auf einer gekrümmten Fläche befindet. Ja, aber einen R3 kann ich dann drüber legen. Sie können es einbetten. Ja. Natürlich, das kann man machen. Aber in vielen Fällen braucht man das gar nicht. Der Kapitän, der mit seinem Schiff auf den Ozeanen segelt, der braucht nur Nord, Süd, Ost, West. Der braucht sich keine Gedanken machen, wo das eingebettet ist. Weil der steigt ja nicht auf und der geht auch nicht rein. Der bleibt nur auf der Fläche. Und da ist es einfach das Ökonomischste, nur auf der Fläche die dortigen Koordinaten zu wählen. Und dort gehen dann keine kartesischen mehr. Das heißt, es ist eine Notwendigkeit, den Formalismus so zu entwickeln, dass wir dann gar keine kartesischen Koordinaten mehr brauchen. Wir verwenden jetzt unsere Anschauung und kartesische Koordinaten, um die wesentlichen Gesichtspunkte und Gesetzmäßigkeiten zu erhalten. Aber wir werden diese Gesetzmäßigkeiten in eine Form bringen, wo dann keine kartesischen Koordinaten mehr drin sind. Und dann sagen wir ganz einfach, das geht auch für nicht-euklidische Räume. Und wenn man das alles konsistent durchführt, dann kann man natürlich auch mit Einstein einen vierdimensionalen nicht-euklidischen Raum betrachten. Nur um auf diese Frage noch einmal einzugehen, da schert sich dann im Allgemeinen auch niemand darum, in was für einen höherdimensionalen euklidischen Raum sich das einbetten ließe. Und es zeigt sich, eine fünfdimensionale würde gar nicht reichen. Man braucht zumindest einen sechsdimensionalen. Und das bringt es aber auch gar nicht. Und vorstellen kann man sich das schon gar nicht. Also wozu? Das ist so wie, das werde ich noch mehrfach erwähnen, auf einem Fußball kriechen Ameisen herum. Intelligente Ameisen. Die können nicht weg von dem Fußball. Aber wenn Sie nachschauen, stellen Sie fest, das ist keine Ebene, auf der wir uns bewegen. Die können sogar, wenn sie gescheit sind, den Durchmesser dieses Fußballs ermitteln, brauchen dazu aber keinen Einbettungsraum und können nicht weg von ihrer Oberfläche. Also man kann durch Untersuchungen des vorliegenden gekrümmten Raumes auf dessen Krümmung schließen, ohne ihn zu verlassen. Dasselbe macht man in der Physik im vierdimensionalen Raumzeitkontinuum, das wir nicht verlassen können, wo wir aber aufgrund von Beobachtungen innerhalb dieses vierdimensionalen Raumzeitkontinuums auf Krümmungen dieses Kontinuums schließen lassen. Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, und wie kommt man da drauf? Wie charakterisiert man diese Krümmung? Da müssen Sie immer noch Zeit lassen. Da gibt es den berühmten Riemannschen Krümmungstensor. Wenn wir den haben, hoffentlich kommen wir noch dazu in dem Semester, dann haben Sie den unmittelbaren Zugang zu den Einsteinschen Feldgleichungen. Weil die machen nichts anderes als eine daraus abgeleitete tensorielle Größe mit dem Energieimpulstensor gleichzusetzen. Nur. Aber wenn man das einmal weiß, ist es gar nicht so tragisch. Nur, dass Einstein da eine Zeit lang herumgetan, bis er auf das draufgekommen ist. Aber der konnte das alles auch nicht. Das hat er sich erst beibringen lassen müssen. Kein Physiker hat sich mit so einer Riemannschen Geometrie auseinandergesetzt. Das war einfach nicht ihn. Man hat sich doch kartesisch genügt und ansonsten rechnen wir halt alles in Komponenten durch und fertig. Aber wenn man das also systematisch durchgeht, kommt man dabei auf ganz wichtige Beziehungen.
Ja, und jetzt aber, das können wir heute nicht mehr weit bringen, aber ein bisschen was kriegen wir heute noch. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen länger geredet habe, aber das kommt mir so zentral vor, dass ich da gut und gerne einmal 10 Minuten drauf aufwende, um Ihnen auch irgendwie die Motivation zu geben, warum Sie sich damit weiter auseinandersetzen wollen. Weil das eben, jetzt wird es eigentlich spannend. Und das wollen wir entsprechend auch versuchen, die Spannung aufrechtzuerhalten. Jetzt allerdings kommt etwas, das haben Sie schon im Wintersemester nicht spannend gefunden, das Transformationsverhalten. 19. Sie erinnern sich sicher, wir haben einen Tensor und seine Definition angehängt an das Transformationsverhalten. Eine indizierte Größe, die sich entsprechend einem bestimmten Transformationsverhalten verhält, nennen wir einen Tensor. Erster Stufe, zweiter Stufe, was auch immer. Oder ganz salopp gesagt, ein Tensor zweiter Stufe ist einfach eine Matrix, aber mit dem richtigen Transformationsverhalten. Und jetzt haben wir ja gerade darüber geredet. Aus einer Koordinatentransformation ergibt sich dann eine Transformation der Basisvektoren und damit also eine Transformation von Vektorkomponenten. Naja, und das wollen wir uns also jetzt anschauen. Und wieder fangen wir zunächst an mit unserem Anschauungsfangnetz, mit den kartesischen Koordinaten. Die XI. Aber zusätzlich betrachten wir noch zwei weitere Koordinatensysteme. QI und Q quer I. Ganz einfach, damit man sich was Konkretes vorstellt. Die XI sind natürlich die XI, die kartesischen Koordinaten. Die QI seien zum Beispiel Zylinderkoordinaten und die Q-Quer-I seien Kugelkoordinaten. Alles bezieht sich auf ein und denselben euklidischen R3. Die betrachten wir alle. Naja, und jetzt schreiben wir die Basisvektoren für die Systeme auf. Für die Koordinaten QI, die für die XI brauche ich Ihnen nicht hinschreiben. Das sind E1, E2, E3, diese faden drei orthonormierten Basisvektoren. Aber die Basisvektoren für die QI, die lauten also G unten Alpha oben I ist DXI nach DQ Alpha und andererseits G oben Alpha, unten I ist DQ Alpha nach DXI. Hier ist wieder das angeschrieben, was dort oben schon steht. Ja? Aber jetzt außerdem, jetzt machen wir es ja noch, weil wir transformieren wollen. Jetzt wollen wir die für Q quer machen. Die Basisvektoren für die Q quer I. Naja, da braucht man im Wesentlichen nur abschreiben. Da machen wir G Alpha Pfeil quer. Das sind jetzt andere Basisvektoren. Erinnern Sie sich, in einem bestimmten Punkt haben die Kugelkoordinaten andere Basisvektoren als die Zylinderkoordinaten. Letztes Mal haben wir das aufgezeichnet. Werden Sie es jetzt nicht gleich verstehen, schauen Sie nach in Ihren Aufzeichnungen. Sie finden das. Und entsprechende oben I sind jetzt DXI nach DQ quer Alpha. Und entsprechend die G oben Alpha Pfeil quer, die unten I-te Komponente ist DQ quer Alpha nach DXI.
Jetzt müssen Sie auch ein bisschen formal denken. Das sehen Sie sofort, dass das passen muss. Wenn man die QI durch Q quer, Q-Alpha durch Q quer, ersetzt Q-Alpha durch Q, kommt sofort das heraus. Kann gar nicht anders sein. Und wie das nun beim Transformationsverhalten so ist, möchte man natürlich den Zusammenhang zwischen diesen beiden erhalten. Zwischen den Basisvektoren für die QI und denen für die Q-Quer-I. Naja, und da kriegen wir wie kommen die einen zu den anderen? Wie hängen die einen mit den anderen zusammen? Und da verwenden wir zum Beispiel einen Ausdruck für das G-Alpha-Pfeil-Quer. G-Alpha-Pfeil-Quer. Die ite Komponente. Das ist das da hier. G-Alpha-Pfeil-Quer, die ite Komponente. Dxi nach dq-Quer-Alpha. Na, was ist da los? Dxi nach dq quer alpha. Und das formen wir jetzt um. Und zwar mit Hilfe der Kettenregel für Funktionen mehrerer Variablen. Erinnern Sie sich, das ist die Geschichte mit Kürzen, wo ich gesagt habe, das traue ich mir nicht hinschreiben, ich sage es Ihnen nur, weil man sich das sehr schön merken kann. Es gibt ein paar so mnemotechnische Hilfen, die man eigentlich nicht ausspricht, wenn man sie nicht so blöd hinstellen will, aber sie helfen einem doch sehr bei der Durchführung. Und da kann man also zum Beispiel da jetzt eine solche Hilfe machen, indem man jetzt zunächst einmal schreibt, dxi nach dq nü mal dq nü nach dq quer alpha. Na, Sie sehen schon. Wir haben erweitert mit dq nü, aber wir haben einfach verwendet, dass die xi von den q und von den q quer abhängig sind. Die hängen alle miteinander zusammen. Das sind alles Koordinaten innerhalb ein und desselben R3 oder Rn. Allgemein Rn. Daher, wenn die xi von q quer abhängen, dann hängen sie auch von q ab und die q hängen von den q quer ab. Das heißt, sie können das so aufspalten mit dieser Kettenregel. Naja, und wenn Sie sich jetzt aber dxi nach dq nü anschauen, was haben wir denn dann? Dxi nach dq nü, das ist g nü Pfeil. Die ite Komponente. Und damit kriegen wir einen ganz einfachen Zusammenhang. Wir brauchen nur abschreiben. Die g Alpha Pfeil quer. Jetzt lassen wir mal die Komponenten i weg, sind einfach der Vorfaktor dq nü durch nach dq quer alpha mal g nü Pfeil. Das gilt für jede kartesische Komponente, daher auch die ganze Vektorgleichung so. G Alpha Pfeil quer ist gleich der Faktor mal G Nü Pfeil ohne quer. Und jetzt schauen Sie mal, kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Das sind ungequerte Basisvektoren, das sind transformierte gequerte Basisvektoren. Und da hier haben wir eine Transformationsmatrix. Das ist in unserer Wintersemester-Schreibweise gewesen, A unten quer, Alpha nü. Und das erinnern Sie sich sicher an diese lästigen A unten quer i je und A oben quer i je. Hier kommt das jetzt so einfach heraus. Die Transformationsmatrix, um von der einen zur anderen Vektorbasis, die zu Q und Q quer dazugehört, zu erhalten,
unten zu kommen, ist einfach eine Matrix dieser Differentialquotienten. So einfach ist das. Also haben wir hier einmal die Transformation der kovarianten Basisvektoren und ganz entsprechend, analog, das können Sie selber ausprobieren, wie das geht, geht das auch für die Kontravarianten. Die haben wir ja auch aufgeschrieben da, das geht genauso. Und da kriegen wir dann für die Kontravarianten, G oben Alpha Pfeil quer, die 9. Und jetzt aber ist das G oben Alpha Pfeil quer, daher geht es darum, dass oben die Gequerten stehen. DQ quer Alpha nach DQ nü mal G oben nü Pfeil. Und wieder sind das diese Transformationskoeffizienten. Das ist jetzt eine A oben quer nü Alpha. Also Sie sehen, wir gehen es ganz ähnlich vor wie im Wintersemester, aber mit einer Ausnahme, mit einer Änderung. Im Wintersemester haben wir gesagt, wir wollen irgendeine Basisvektortransformation machen und wir nennen die zugehörige Transformationsmatrix halt auch unten quer IE. Und dann haben wir gefunden, die A oben quer und die A unten quer müssen zueinander, erinnern Sie sich noch, invers sein. Solche Sachen brauchen wir jetzt wieder. Dafür haben wir das Wintersemester gehabt, dass Sie sich jetzt nicht wundern. In jedem Punkt gilt alles so wie im Wintersemester. Nur an jedem anderen Punkt schauen die Geschichten anders aus. Dann kriegen Sie auch eine andere Transformationsmatrix, wenn Sie auf einen anderen Punkt übergehen. Weil diese Differentialquotienten hängen ihrerseits von Q quer und von Q im Allgemeinen wieder ab. Aber das ändert nichts daran, dass das Transformationskoeffizienten sind. Und wir können jetzt auch vielleicht zum Abschluss noch für heute sagen, das sind also die entsprechenden Transformationskoeffizienten. Und schauen wir einmal an, wie das miteinander zusammenhängt. Alles braucht Zusammenhänge. Zusammenhang der Transformationskoeffizienten. Da oben haben wir auch einen Zusammenhang einmal gehabt. Da, diese Zusammenhänge haben wir da gemacht. Ja. Also der Zusammenhang der Transformationskoeffizienten. Und da verwenden wir wieder die Kettenregel. Die braucht man jetzt sehr häufig. Das ist eine ganz einfache Geschichte, wie Sie es bisher schon kennen, wie gesagt, nur halt für Funktionen von mehreren Variablen. Eine einfache Verallgemeinerung. Und da wollen wir jetzt aufschreiben. Also gemäß Kettenregel können wir schreiben, Delta IJ ist gleich. Und da schreiben wir jetzt dq quer i nach dq quer j. So kann man Delta i j schreiben. Denn wenn i gleich j ist, dq quer 1 nach dq quer 1 ist zweifellos 1. Und die Koordinaten, die erste, zweite, dritte und so weiter, hängen ja nicht voneinander ab. Die sind ja unabhängig voneinander wählbar. Da heißt dq quer 1 nach dq quer 2, 0. Und da heißt das das Kronecker-Delta. Und jetzt, es ist wirklich so einfach, wenden wir einfach die Kettenregel an. Die sind ja alle untereinander abhängig, die q und q quer. Wir sagen dq quer i nach dq nü mal dq nü nach dq quer j. Jetzt haben wir hier Transformationskoeffizienten dq quer i nach dq nü und da andere dq nü nach dq quer. Einmal sind die quer oben, einmal sind die quer unten. Genauso wie hier. Da sind die quer unten, da sind die quer oben. Und jetzt sehen Sie schon,
das ist ja wieder Summation über Nü, das sind innere Indizes und es bleibt stehen, dass das einfach das Matrizenprodukt dieser beiden Transformationsmatrizen ist. Und das ist gleich dem Kronecker-Delta. Das bedeutet, dass diese beiden Transformationsmatrizen immer zueinander invers sind. Und damit passt alles so zusammen, wie Sie es im Wintersemester schon bei der Transformation von den Basisvektoren gefunden haben. Folgerung und Schluss für heute. Die Matrix der dq quer i nach dq j ist invers zu der Matrix der dqi nach dq quer j. Und i und j sind jetzt wieder nur Dummy-Indizes. Ich meine damit die ganze Matrix. Und hier wieder die ganze Matrix. Die beiden Matrizen sind immer zueinander invers wegen dieser einfachen Beziehung mit Hilfe der Kettenregel. Und damit ist die Grundlage geschaffen, dass wir hier ein entsprechendes Transformationsverhalten für die Basisvektoren haben. Also dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Geduld.